Hallo ihr Lieben, ich könnte mir vorstellen, dass ziemlich viele von euch dieses Wohnhaus haben. Und vielleicht wohnt da bei euch eine recht große Familie drin. Oder auch nur eine Familie mit drei Kindern. Und ihr müsst alle Zimmer auf diesen zwei Stockwerken unterbringen. Dann müssten sich diese beiden Kinder hier ein Kinderzimmer teilen. Das Baby könnte hier schlafen. Links wäre das Elternschlafzimmer. Darunter das Bad, hier die Küche und auch der Essplatz und hier hinten noch das Wohnzimmer. Aber es wäre doch toll, wenn alle Kinder ihr eigenes Zimmer hätten und wenn ihr im Wohn- und Essbereich ein bisschen mehr Platz hättet, oder? Immer wieder mal werde ich gefragt, ob ich da nicht einen Tipp hätte, und ich habe einen Tipp für euch. In diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr in diesem Haus mehr Platz schaffen könnt. Wir fangen direkt hier im Kinderzimmer an. Ich habe aus Karton zwei Teile zugeschnitten, die genauso hoch sind wie so eine Säule. Außerdem zwei schmalere Stücke, auch so hoch wie die Säule. Die gleich großen Kartonstücke klebe ich jetzt aufeinander. Und wie ihr sehen könnt, ist das so breit, dass es in dieses Wandstück hineinpasst. Damit die Wand nicht so hässlich aussieht, klebe ich da jetzt noch ein weißes Papier drauf. Mit den schmalen Stücken mache ich jetzt genau das Gleiche. Und drücke es dann in dieses Wandelement. Diese zwei weiteren Kartonstücke brauche ich jetzt für den Zwischenboden. Ich würde den Boden auf jeden Fall doppelt nehmen, damit er stabiler ist. Hier muss man noch ein bisschen einschneiden, damit man den Boden hier um das schräge Wandelement herum bekommt. So, das ist jetzt schon recht stabil. Und da ich das ja alles gleich hoch gemacht habe wie die Säule, kann ich die jetzt hier noch als Stütze drunter befestigen. Außerdem gibt es dann hier einen schönen Durchgang. Ich lege jetzt noch ein farbiges Papier als Fußboden drauf. Und wenn man will, kann man hier seitlich auch noch eine Tapete anbringen. Die Gitterfenster sind ein bisschen Geschmackssache. Mir gefällt es so besser. Es sieht etwas mehr nach Dachfenster aus. Dann kann man hier zum Beispiel ein niedriges Bett unterbringen und eine Matratze. Oder man legt zwei Matratzen hin und dekoriert noch ein bisschen. Nach oben kommt man dann mit einer Leiter und fertig ist der gemütliche Schlafplatz unterm Dach. In diesem Fall ist jetzt hier unten einfach das Spielzimmer, beziehungsweise hier stehen dann auch die Schreibtische. Ihr könntet das aber auch so machen, dass ihr den Zwischenboden einfach etwas niedriger einbaut. Das zeige ich euch nachher noch auf der anderen Seite. Und dann könnt ihr ein Kind oben sein Zimmer haben und das andere hier unten. Der kleine Raum hier vorne ist auf jeden Fall perfekt für ein Babyzimmer geeignet. Ich würde es auf die Schnelle einfach mal so einrichten. Und hier links möchte ich euch noch eine Variante zeigen, wenn ihr unter dem Dach nicht nur einen Schlafplatz einrichten wollt, sondern ein komplettes Zimmer. Dann macht ihr den Zwischenboden nämlich am besten etwas niedriger. Einfach so, dass er knapp über dem Fenster liegt. Das Prinzip ist wieder das gleiche wie beim anderen Zimmer. Zuerst ein paar Stützwände einbauen. Dann den Boden einlegen. Und hier oben könnte jetzt nochmal ein Kinderzimmer sein oder zum Beispiel das Elternschlafzimmer. Thank you.
Auf diese Weise habt ihr auf jeden Fall ziemlich viel Platz gewonnen. Hier könnt ihr dann zum Beispiel das Bad einrichten. Und darunter das Wohnzimmer. Hier die Küche. Ich nehme jetzt einfach mal schnell die Möbel von Familie Hauser. Und rechts davon das Esszimmer. Ich stelle jetzt nur mal einen Tisch und Stühle rein. So würde ich jetzt das Haus einrichten, wenn ich den Platz optimal nutzen wollte. Und zum Schluss möchte ich euch noch zeigen, wie ihr dieses Haus auch ganz einfach von außen verändern könnt. Ihr habt es ja sicher schon auf dem Vorschaubild dieses Videos gesehen. Ich verdecke die gelbe Fassade einfach mit einem weißen Karton. Dann brauche ich nämlich nichts zu lackieren, denn vielleicht gefällt mir das Gelb ja irgendwann mal wieder. Und dann kann ich den Karton einfach wieder abmachen. Auch für die Seitenwand schneide ich einen Karton zu. Müsli-Verpackungen eignen sich dafür übrigens ganz gut, die sind nämlich schön groß. Ich habe zuerst immer ein Fenster ausgeschnitten und wenn das passt, dann kann ich das zweite Fenster erspüren und einen Abdruck hineindrücken. So wisst ihr dann, wo ihr das Fenster ausschneiden müsst. Damit meine Fassade jetzt nicht nur weiß ist, habe ich solch eine Holzmatte gekauft. Die schneide ich mir jetzt mit dem Seitenschneider zurecht. Eine Gartenschere würde sicher auch gehen, benutzt dafür aber bitte keine normale Papierschere, die ist sonst nachher kaputt. Nur noch aufkleben. Ich habe noch schnell mal ausprobiert, wie es aussieht, wenn ich die Rückseite von meinem weißen Papier nehme. Auch nicht so schlecht, aber ich habe mich dann doch für die weiße Wand entschieden und dafür die Fensterrahmen grau umzulackieren. Auch die orangene Haustür und das Balkongeländer. Nur noch ein paar Pflanzen und Möbel. Und dann ist es fertig. Das moderne Wohnhaus sieht irgendwie ganz anders aus, oder? Was so ein bisschen Farbe ausmacht. Ich hoffe, dass ich euch jetzt mit diesen kleinen Tipps ein bisschen weiterhelfen konnte. Schreibt auch auf Insta gerne, was ihr von diesem Haus haltet. Und ich freue mich, wenn ihr am Freitag bei der Geschichte wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, tschüss!